Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir sind hier in unserer Hauptbase quasi gerade am Stehen. Wir brauchen ja Materialien, denn wir sind hier oben. Nein, das ist eine falsche Richtung. Da kann man hingucken. Na, das wird nicht laden, weil wir sind da tatsächlich. Wir stehen zu weit weg davon. Wir müssten praktisch dahin fliegen. Können wir auch gerade einfach mal machen. Komm. Können das einfach mal machen. Zack. Fliegen wir kurz darüber. Und ich habe ein Thumbnail gemacht, wo ich mir Gedanken gemacht habe, welche Blöcke kann ich denn jetzt überhaupt nehmen zum Bauen. Und dabei ist so raus, ja, ich sag mal rausgekommen, gedacht, gibt ja wunderschöne neue Tuffblöcke. Ach, guck mal, das ist auch mein Vögelchen. Gibt ja Tuffblöcke und da gibt es ja auch Tuffbricks, ne? Und die wären bestimmt voll cool, wenn wir die nehmen würden. Die Frage ist nur, wo kriegen wir die her? Und ich denke mal einfach, dass wir den Tuff-Taff, wie auch immer, irgendwo im Lager abbauen können. Hallo Vögelchen, mal rein, setz dich runter, danke. Genau. So, wir müssten aber zuvor mal was machen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Schalker-Boxen gleich voll sind. Aber wir haben doch hier noch irgendwo noch welche. Wir nehmen mal, also nicht Schalker-Boxen, sondern die Karotten-Boxen sind voll. Die wollen wir gar nicht hin. Tschüajal. Tschüajal. Und zwar, ja guck, hier sind wir nämlich schon fast voll. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal wieder einen Schalker-Box-Container. Und zwar den hier. Zack, zack. Zack, zack und den. Da können wir nämlich zack, zack. Damit nochmal eine Schalker-Box sehen. Wir haben jetzt quasi 2 mal 1,7k Schalker-Boxen hier drin. Das ist cool. Vor allem, weil wir haben rote Beete, ist noch nicht lange nicht voll. Weizen. Auch nicht. Ne, das muss wieder zurück. So. Weizen brauchen noch ein bisschen. Kartoffeln haben wir auch schon fast voll. Da wird es auf jeden Fall noch einiges gehen. Wir brauchen Tuff. Wo gehen wir denn am besten Tuff farmen? Ich denke mal in der Base. Ich wollte gerade sagen, es geht hier ab, was fallen hier Items runter. Hier ist gerade nichts drin, das ist okay. Wo sind wir denn hier? Ah, wir sind hier noch am Karotten ein. Ja, dann wenn wir noch am Karotten ein Ding zu sehen. Dann sollte das doch machbar sein. Können wir hier nochmal 64 da reinschieben. Dann haben wir nämlich noch den leer. Oh, warte mal, stopp. Nichts kaputt machen hier. Wo habe ich jetzt 12 Karotten hergekriegt? Nö. Keine Ahnung, wo ich die herkriege. 12 Karotten, eine Kartoffel. Und wir hoffen, dass da keine Items irgendwo verloren gegangen sind. Also hier ist definitiv noch voll. Also die können wir schon mal nicht lernen. Das heißt für uns, wir haben bald keine Schalkerboxen mehr. Hilfe, wo sind denn alle hin? Also wir haben ja jetzt aktuell quasi noch 1, 2, wir haben nur so wenige Schalkerboxen. Wow. Gut, das heißt ja nichts. Wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Kohle holen. Und zwar ein Stack an Kohle nehmen wir mit, denke ich mal. Ich meine, wir kriegen ja auch noch Kohle da unten drin. Zack. Und ein Stack an Sticks. Perfekt. Die Bricks. Speise ich einfach erstmal wieder unten in das Sticks rein. Ich denke mal, da kann man schon mal nicht so viel falsch machen. Während das Ganze dann funktioniert, könnten wir den eventuell mal anmachen. Ah, lass mich durch.
So, was haben wir denn hier Schönes? Ja, ne? Wir müssen den nur hier rüber transportieren. Ah, der ist zu voll. Hä? Ah, hier sind wir noch dran. Oh, guck mal, wir sind jetzt hier fast am Limit angekommen. Cool. Das heißt, wir sind jetzt hier. Ah, ne, wir müssen jetzt hier noch 2, 3 Stacks machen. Warte mal, wir können das einfach mal verschnellern, indem wir mal einen Stack hier durchhauen. Indem wir noch einen Stack hier durchhauen. So, jetzt gleich sind wir dann so weit. Oh, wir sind jetzt so weit, dass der hier nicht mehr sortiert, also nicht mehr leer wird. Das heißt, wir haben, gut, wir haben quasi keine. Doch, hier waren irgendwo noch Steine drin. Hier sind wir gerade am Entladen. Okay, cool. Das ist cool. Das ist echt cool. So, aber wir brauchen halt Tuff. Ne? Der ist wieder zurück. Im voll unversehrten Zustand. Das passt. Dann gehen wir jetzt auch runter, da wo wir hingehen wollen, zum. Wo wir Tuff laden. Und da habe ich mir gedacht, wir gehen erstmal schlafen, damit wir gleich schon mal richtig gut oben sind. Und dann haben wir unsere Silk-Touch-Spitzhacke, die wir nehmen und dann gehen wir. Können wir hier rausgehen? Ist eigentlich egal. Sind wir sogar ein bisschen schneller zu Hause. Also nicht zu Hause, sondern draußen. Ich brauche nämlich ein bisschen Tuff. Und da habe ich gedacht, wir gehen einfach irgendwo random in eine Höhle rein. Und wo gibt es eine random Höhle, wo wir wahrscheinlich noch nicht drin waren? Ich glaube, hier unten drin. Ne? Also hier waren wir, glaube ich, noch nicht drin. Das Coole ist, wir können ja jetzt hier runtergehen und können hier, zack. Können hier in der Mitte, guck mal, in der Mitte können wir fallen. Wenn wir die Mitte treffen. Ja, doch nicht. Hier müsste jetzt gleich irgendwo Glas kommen. Guck, da sind wir doch schon. So, hier müssen wir jetzt nur mal ein bisschen mit den, Also ich weiß noch nicht, ob das so die cleverste Idee ist. Hier reinzugehen. Oder wir nutzen einfach hier, warte mal, wir machen das einfach so. Da. Oh nee, das Glas ist weg. Ich will das wieder haben. Lass mich auch in mein Glas ran. Und wir müssten mal hier die, So, Glas eingesammelt, da gehen wir wieder hoch. Die Rüstung anziehen, weil Rüstung ist nämlich sehr wichtig. Very wichtig ist das. Das ist irgendwie so langsam, wie man hier hochgeht. Hilfe. Aber die können wir mal nicht tun, dass die mal repariert wird. Nee, 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 so nicht. Lö. Du siehst mich doch. Ich sehe dich auch. Zack. Lö, ist gut. Komm her, mein Freund. Das ist nämlich cool, weil sobald du gegen Diet kämpfst, hast du, guck mal, schon unseren ersten Tuff-Vorrat. Sehr cool. Wir müssen nur mal ein bisschen ausleuchten gehen. Hier ist der zweite. Yay.
Also hier können wir schon mal definitiv sehr viel Tuff laden, mal holen tun können, was auch immer. Müssen wir mal ganz bisschen mehr ausleuchten, damit wir gleich nicht Mob-Party haben. Oh, oh, du, du, du. Zack. Zack. So, genau, hier einmal Licht machen. Und einmal hier immer schön rechts. Backen setzen. So, hier haben wir auch schon mal, hier ist auch noch Tuff, theoretisch. Praktisch gesehen, wunderbar. Oh, hier ist sehr viel Tuff. Das bedeutet, wir brauchen aber zum Abbauen von Tuff keine Dingensen hier, keine Spitzhacke dafür. Jetzt die Frage, den baue ich ticken langsam ab. Das heißt, wir können theoretisch gesehen hier gucken. Ein riesen Tuff. Also wir brauchen halt schon so ein paar Stacks an Tuff, ne? Den Lapis lassen wir mal stehen, den nehmen wir wahrscheinlich irgendwann so mit. Oh, das ist aber schön viel Tuff. Das ist aber schön viel Tuff. Zack, 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 zack. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wir haben jetzt natürlich sehr viel Müll dabei. Das ist sehr nervig. Wir können aber dafür mal hier eine Base dafür aufbauen. Und zwar machen wir das so: Wir machen zwei Schalkerboxen. Die hier, da tun wir Müll rein. Zack, zack, zack. Also Sachen, die wir. 7 Redstone. Wow, das ist ja schon ein bisschen crazy. Hier kommt Tuff rein und dann bauen wir noch eine für Deep Slate. 7 Redstone habe ich von dieser einen Hexe bekommen. Das ist verrückt. Da müssen wir ja bald eine Hexenfarm bauen. Also wenn wir die zumindest per Hand so viel töten. Aber bevor wir jetzt weitermachen, machen wir erstmal hier oben fertig. Und dann können wir nämlich gucken, wie weit man hier so weiterkommt. Man könnte jetzt ja auch gerade den Gravel mitnehmen, weil Gravel brauchen wir auch noch irgendwann mal sehr viel. Das ist schon mal so vorneweg gesagt, aber da können wir auch später farmen gehen. So, und dann hier das hier noch mit dem. Zack, 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 zack. So. Hier muss man mal gucken, ob man hier dran vorbeiarbeiten kann. Sieht noch nicht so gut aus. Aber hier könnte man dran vorbei und hoch. So. Wunderbar. Na komm, ein Tuff kann da liegen bleiben. Super schön. So. Dann können wir hier nämlich die Fronten öffnen. Zack, 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 zack. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, wir sind jetzt zu einem Stein abbaut, aber dafür haben wir alles quasi mitgenommen, was wir können. So, und dann können wir jetzt eigentlich von hier aus gesehen die nächste zwei Ebenen, würde ich sagen, einfach mitnehmen und dann hier einfach zack, 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 zack. Okay, hier ist irgendwie noch. Ach so, hier ist aber nur eine kleine Unterbrechung dran. Okay. So. Wunderbar. Wunder, wunderbar. Das hier ist ja wahrscheinlich auch das Ende dieser Tuff-Schlacht hier. Gefällt mir. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Das ist gut.
Das gefällt mir richtig gut. Auch immer ein Diamant. Zack, zack. Ja, das ist schön. Hier noch einmal reingeschmuscht. Sehr gut, schön einsammeln das Zeug, das gefällt mir. Das ist das Wichtigste. Zeug, was man abbaut, muss auch eingesammelt werden. Ah, da noch was, irgendwo ein Block. So, und da geht es hier weiter runter. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Nein, ich habe den hier abgebaut. Aber es gab 4 Stück, immerhin. Es gab immerhin 4 Stück. Das ist schon mal ein Trostpreis dafür. Das ist der Trostpreis. Gut, aber ich habe schon lange überzogen, sehe ich gerade. Und ja, also schalte nächste Folge wieder ein. Wir werden weiter Tuff abbauen, weil wir brauchen sehr viel Tuff für unsere Riesenburg. Und deshalb schalte da wieder ein. Bis nächste Folge.